Man kann halt jederzeit zum Glück gucken nach Zeug, was noch gebraucht wird und was nicht. So, Urak-Gursam. Glück auf! Ich habe die Bestandteile des roten Adamantinums zusammen. Die Herstellung ist schwierig. Ich werde einige Zeit dafür benötigen. Wie viel Zeit? Genug, dass es sich für euch lohnt, euch anderswo herumzudrücken. Geht und zerstört irgendetwas oder was euresgleichen sonst so tut. Ja. Kehrt später zurück. Glück auf! Ist das Adamantinum fertig? Noch nicht. Okay. Das heißt, wir können jetzt einen Abstecher machen. Erstmal die nördlichen Windwaldberge. Bist du eigentlich der einzige Händler hier? Nö. Du, da bist noch ein Händler. Was hattet ihr beide eigentlich so im Angebot? Ach, hier könnte ich Runen verkaufen und Baupläne. Verkaufen wir mal hier die Baupläne. Und auch die Runen. Und ihm können wir die ganzen zerstörten Zwergensachen verkaufen. Die sind nämlich auch nicht wirklich was noch für was zu gebrauchen. So, dann gucken wir mal, ob wir nochmal zurückgehen können zu ihm oder ob wir uns dafür erst weg und wieder hinporten müssen. Ja, das Seelenschwert war echt eine schicke Waffe. Wie sieht es eigentlich zum Thema Drachenpanzer aus? Stufe 25. Die dazu passenden Hosen natürlich. 23. Glück auf! Ist das Adamant? Noch nicht! Okay. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich wirklich erstmal wegporten. Dann gehen wir jetzt Schatten jagen und kommen dann nochmal wieder. Sogar ein Adamantinum-Splitter übrig geblieben. Okay, südliche Witwalberge. Nördliche Witwalberge. Gucken wir einfach mal die Felsregion, was die zu sagen hat. Außer jeder Menge Halit-Soldaten, die gerade einen Rückzug machen. Bin ich mir gerade erstens nicht sicher, ob es hier überhaupt ein Heldenmonument gab. Das zum einen und zum anderen, wie stark die Schatten waren überhaupt.
Ob das ich ein paar Gegner sind, die ich so auf eigene Faust klein kriege. Vor allem jetzt mittlerweile mit der Klinge, die ich trage. Wenn, dann sind sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Passes. Also dieses Passes. So viel weiß ich noch. Wir werden angegriffen! Okay, Schatten sind stark. Die Linien müssen halten! Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen! Ich wollte da die Haliten jetzt nicht unbedingt mit reinziehen. Vor allem lustig, wie sich hier die Spinnen wieder angesiedelt haben. Runenkrieger, zu mir! Okay, eigentlich, sobald sie ihr Pulver verballert haben, sollten sie gehen. Das ist ein Hinterhalt! Standhalten, Männer! Runenkrieger, zu mir! Heilbarkeit. Runenkrieger, zu mir! Schattenmanifest. Einer der Schatten ließ das Schattenmanifest zurück. Daraus wird Rico sicherlich neue Kenntnisse über die Schatten gewinnen können. Kehrt zurück nach Falunsheim und bringt sie. Ja, die Spinnen hier töten wird nicht viel bringen. Die sind Level 7 und 2, also unterste Schiene. Also nochmal zurück. Zum Handelsposten in Falunsheim.
Hier habe ich auch keinen Anführer oder so übersehen. Was ist jetzt schon wieder? Bei einem der Schatten fand ich dieses Buch. Ein Buch? Was sollte ein Phantom mit einem Buch anfangen? Ihr müsst euch irren. Seht selbst. Das Manifest der Schatten. Dann stimmt die Legende also doch. Dieses Buch wurde einst von einem wahnsinnigen Dunkelelfen verfasst. Es lagerte in den Archiven von Graufurt, bis es eines Tages auf geheimnisvolle Weise verschwand. Man fand den Bibliothekar erfroren im Archiv. Die Schatten selbst müssen es geraubt haben. Hier, der Text berichtet von einem Schattenkristall, der Quelle ihrer Macht. In einer alten Feste des Lichts, verfallen und verflucht, steckt er in einer Wand. Von hier aus strömen die Schatten in unsere Welt. Wo immer auch dieser Ort ist, ihr müsst euch dorthin begeben. Findet den Kristall und reißt ihn heraus. Dann hat der Spuk ein Ende. Ja, Schattenwelt. So, nach dem Schattenkristall und den Ferndien. Rigo konnte den Schatten aus dem Schattenmanifest ersehen, dass die Macht der Schatten von einem Kristallsplitter ausgeht, der in einer alten Feste des Lichts in einem Waldspalt steckt. Er muss von dort entfernt werden. Eine alte Feste des Lichts. Ja, wir sind richtig, so wie es aussieht. Ja, ob wir die alleine schaffen, ist halt so die Frage. Oder ob ich mir hätte ein paar Zwerge herbeirufen sollen. Sie sind nämlich immerhin alle Stufe 20. Standhalten, Männer! Vorsicht, Gegner!